Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum dieser Kanal die Wahl von Joachim Wundrak und Johanna Kutar als Spitzenkandidaten für die AfD bei der Bundestagswahl empfiehlt. Ihr könnt natürlich eure Meinung schreiben und eure Gesichtspunkte einbringen, warum jetzt meine Meinung ganz falsch ist und warum es viel bessere Argumente gibt für Chrupalla Weidel. Ich bin da ganz offen. Ich habe die Weisheit ganz bestimmt nicht mit Löffeln gefressen. Es ist jetzt auch nur einmal eine Einschätzung. Bevor wir anfangen, vielleicht erst einmal ein Ausschnitt mit Joachim Wundrak, weil viele von euch kennen ihn wahrscheinlich gar nicht. Hier ein Ausschnitt, der mir ganz gut gefallen hat. Herr Wundrak, warum sind Sie 2018 in die AfD eingetreten? Ich war zu dem Zeitpunkt parteilos und habe natürlich nach einer Parteiheimat gesucht. Das korrelierte dann 2017 mit einer Aussage der Bundeskanzlerin zum Problem der ungesteuerten Migration, als sie sagte, sie wüsste nicht, wie sie es hätte besser machen sollen. Das hat für mich den Eindruck bestärkt, dass hier eine absichtsvolle Politik dahinter steht und nach Prüfung der verschiedenen Parteiprogramme war die AfD die einzige Alternative zu dieser Politik und das hat mich bewogen, in die Partei AfD einzutreten. Mhm. Beim Forum der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung zur Oberbürgermeisterwahl, wo die Oberbürgermeisterkandidaten vorgestellt wurden, sagten Sie, dass Sie ursprünglich mal der SPD eher nahe standen. Sie sind dann aber 2008 zunächst in die CDU eingetreten. Wie kam es denn dazu? Also die SPD-Phase war die Phase Willy Brandt und Helmut Schmidt. Mhm. Ich fand damals die Brandt'sche Ostpolitik sehr befreiend. Mhm. Und Helmut Schmidt als Macher in schwierigen Zeiten hat mich sehr beeindruckt. Beides waren aus meiner Sicht Patrioten, die für Deutschland wirklich gute Politik betrieben haben. 2008 sah die Welt in der SPD anders aus. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir einen deutlichen Linksruck hatten, der sich äußerte in dem Wahlbetrug der Frau Ypsilanti, die vorher eine Koalition mit den Linken ausgeschlossen hatte und dann umgefallen ist. Und was fast noch schlimmer war, dass sich die SPD-Führung damals Kurt Beck nicht dagegen gewehrt hat, sondern das akzeptiert hat. Das war für mich eine Phase, wo ich zu dem Entschluss gekommen bin, hier muss ich selber mich positionieren und bin deswegen in die CDU eingetreten. In der SPD gibt es ja immer wieder mal so Stimmen, die sozusagen sich die alte SPD wieder herbeisehen, wo auch ein gewisser Patriotismus eine ganz normale Sache war. Meinen Sie, da ist überhaupt noch ein Hopfen und Malz schon längst verloren oder ist da ja irgendwie noch mal die Chance, dass die SPD ist an der Stelle völlig entkernt. Mhm. Ich denke, da hier ist auf absehbare Zeit zumindest keine Besserung zu haben. Man denkt ja immer an das Wahlplakat von Willy Brandt damals. Deutsche, ihr könnt stolz sein auf euer Land. Das wäre ja heute wahrscheinlich nicht mehr denkbar, ne? Dass die SPD ich wüsste nicht, welcher von den heutigen Protagonisten sich so darstellen würde. Sie sind dann nach 6 Jahren wieder aus der CDU ausgetreten, 2014. Warum das und ja, wie kam es dann dazu? Ich habe leider schon 2008 feststellen müssen, dass die CDU sich auch deutlich nach links bewegt unter der Merkel'schen Politik. Und das hatte 2014 dann insbesondere in Sachen Migrationspolitik, weil ich durch meine Verbindungen zur Bundespolizei klar gesehen habe, dass schon eine illegale Migration in erheblichem Ausmaß schon 2014 zu verzeichnen war. Und deswegen wollte ich diese Politik nicht unterstützen und bin ausgetreten. Also vor der Migrationskrise 2015? Für mich war die Migrationskrise schon vorher zu sehen. Mhm. Auch noch in 2015, also nach meinem Austritt, bin ich bestätigt worden, zum Beispiel beim G7-Gipfel in Elmau wurde das klar sichtbar. Die Polizei hatte hier aus Sicherheitsgründen Grenzkontrollen eingeführt und damals wurden aus den Zügen aus Italien pro Zug 200-300 illegale Migranten gezogen. Mhm. Aber auf Weisung, so wie ich meine, das zu wissen,
von dem damaligen Innenminister de Maizière wurde das nicht weder an die Presse gegeben, noch wurde es in Handlungsaktionen der Polizei für die Zeit nach Elmau angewiesen, sodass dann im Herbst, als die Flüchtlingskrise richtig losbrach, die Polizei dann eben halt auch nicht ausreichend vorbereitet war. Und das andere ist ja Legende, das brauche ich jetzt nicht darzustellen. Ja. Es gibt ja nun die Werteunion, die gab es 2014 noch nicht. Wenn es sie gegeben hätte, hätte man sie heute als Teil der Werteunion gesehen oder wären sie trotzdem in der AfD? Also das ist schwer zu sagen, aber ich glaube nicht, weil ich damals ja schon in der Zeit von 2008 bis 2014 versucht habe, zu den konservativen Kreisen der CDU Verbindung aufzunehmen und hier eine andere Politik zu sehen. Das ist leider nicht der Fall gewesen. Ich habe Verbindungen zum Beispiel mit Herrn Bosbach gehabt, der ja für die CDU in den Talkshows die konservative Linie vertreten hat, die aber keinerlei Auswirkungen auf die merkelsche Politik gehabt hat. Von daher war das nur eine vordergründige Bedienung konservativer Ideen. Und wenn Sie heute die Situation in der Werteunion sehen, ist sie ja auch im Prinzip isoliert vom Rest der Union und insbesondere hat sie keinen direkten Einfluss auf die Politik, sondern im Gegenteil, dem Herrn Maaßen zum Beispiel ist Parteiausschluss angedroht worden. Und ich kenne sehr viele Leute noch in der CDU, die sich intern scheuen, sich zur Werteunion zu bekennen. Also von daher ist es keine Alternative für mich. Ach so, die sind aber inhaltlich schon überzeugt, trauen sich aber nicht da Nach meiner Beobachtung viele Menschen in der CDU, die mit der derzeitigen Politik nicht zufrieden sind. Sie standen bei Ihrem AfD-Eintritt noch im Dienst der Bundeswehr, haben den Eintritt in die Partei zunächst nicht öffentlich gemacht. Was waren Ihre Beweggründe dafür? Ich hatte noch so ein gutes halbes Jahr Dienstzeit vor mir und wollte natürlich nicht riskieren, dass meine Arbeit dann zum Erliegen kommt, weil Sie können sich vorstellen, der Presserummel nach Bekanntgabe wäre mindestens genauso stark, wenn nicht noch stärker gewesen, als er dann ohnehin ein Dreivierteljahr später war. Das hätte verhindert, die Arbeit vernünftig zu Ende zu führen, wäre insbesondere eine große Belastung für meine Mitarbeiter gewesen. Und das wollte ich verhindern. Ich wollte meine Dienststelle und meine Mitarbeiter schützen. Mhm. Ihre Kandidatur war ja ein ziemlicher Paukenschlag. Also ein ehemaliger Bundeswehrgeneral kandidiert als Oberbürgermeister. Das hat ja in der Weltpresse, sage ich mal, seinen Nachhall gefunden. Wie sehen Sie das? Wie ist das in der Bundeswehr aufgenommen worden, dass Sie jetzt für die AfD kandidieren? Gibt es da Zuspruch, gibt es da eher Kritik oder von ehemaligen Kollegen und so weiter? Es ist sehr geteilt. Mhm. Es gibt natürlich einige, ich will das nicht jetzt zahlenmäßig abschätzen, das kann ich nicht. Es gibt natürlich einige, die das stark kritisieren. Mhm. Einer ist ja auch in die Öffentlichkeit gegangen damit. Es gibt andere Kameraden, die inhaltlich viele meiner Positionen teilen, aber den Schritt zur AfD nicht gehen würden. Und es gibt den einen oder anderen, der auch schon in der AfD Mitglied ist. Oder das sind im Wesentlichen dann die Pensionäre, die hier dann den Mut aufbringen. Für aktive Soldaten ist es nach wie vor schwer. Und das würde ich auch nicht unbedingt jetzt erzwingen wollen, weil die Atmosphäre das vielleicht noch nicht hergibt. Mhm. Laut einer Bertelsmann-Studie sind ja fast oder ungefähr 2/3 der Bundesbürger der Auffassung, ihre Meinung zu bestimmten Themen nicht frei äußern zu können. Und viele Leute haben auch Angst, sich zu bestimmten politischen Positionen zu bekennen oder sich auch zur AfD zu bekennen, weil sie Angst haben vor Denunzierung. Es kann so weit gehen, dass man den Arbeitsplatz verliert. Das ist alles schon passiert. Wie bewerten Sie dieses gesellschaftliche Klima, Herr Wundrak? Also ich halte das für höchst bedenklich. Ich kenne einige dieser Fälle, die ihren Arbeitsplatz verloren haben oder prophylaktisch aus der AfD wieder ausgetreten sind, um diesen Druck von den jeweiligen Arbeitgebern, meistens öffentlich,
auszuweichen. Das halte ich für einen unhaltbaren Zustand in dieser Gesellschaft. Die AfD ist eine Partei, die sich zum Grundgesetz bekennt, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und diese Ausgrenzung und dieser Druck und dieses Mobbing, was dort stattfindet, ist nach meiner Bewertung gegen die Ideen des Grundgesetzes und das muss verändert werden. Es geht auch teilweise noch einen Schritt weiter. Da gibt es ja das sogenannte zivilgesellschaftliche Engagement gegen rechts, in Anführungsstrichen, was zum Teil sehr groteske Formen annimmt. Buttersäureangriffe auf AfD-Parteiveranstaltungen, Anpöbeln der Besucher dieser Veranstaltungen, dann Anschläge auf Parteibüros, Wohnungen, Autos und bis hin zu tätlichen Angriffen auf Politiker oder Menschen aus dem Umfeld der Partei oder konservativen Autoren, Denkern und so weiter, mit zum Teil schwersten körperlichen Verletzungen. Das sind ja gewissermaßen auch Angriffe auf die Demokratiefähigkeit des Landes. Welche Maßnahmen erwarten Sie vom Staat, dies zu unterbinden? Ja, vielleicht erstmal zu dem Duktus Kampf gegen rechts. Also hier hat wirklich der linke Mainstream es geschafft, die Deutungshoheit über unsere Sprache zu erreichen und in eine Klammer rechts, rechtsradikal, konservativ, rechtsextrem, Nazi in eine Klammer zu ziehen und hier einen gesellschaftlichen Kulturkampf zu führen. Ich halte das für sehr gefährlich, was hier geschieht. Und vom Staat muss ich erwarten, dass er eine Partei und ihre Mitglieder schützt, die sich zum demokratischen Grundgesetz bekennt und in dieser Demokratie eine gestaltende Rolle spielen will und auch nach meiner festen Überzeugung spielen wird. Hier ist der Staat gefordert, die Meinungsfreiheit und die politische Betätigung einer demokratischen Partei zu gewährleisten. Joachim Wondrak hat in dem Video gezeigt, dass er ein Verständnis dafür hat, wie der Begriff rechts kontaminiert wird und wie die Meinungsfreiheit eingeengt wird und dass Parteimitglieder geschützt werden müssen. Aber bleiben wir zunächst noch bei Kotar. Ein Pluspunkt für Kotar ist, dass sie beim Deutschlandkurier aufgetreten ist. Jetzt werden viele einwenden, ja, aber das macht sie doch nur, damit die Leute sie wählen. Ja, natürlich macht sie das, damit die Leute sie wählen. Aber entscheidend ist, sie unterstützt damit den Deutschlandkurier. Schauen wir uns Alice Weidel an. Hat sie sich jemals von alternativen Medien interviewen lassen? Ich habe Peter Büstron, Brandner, solche Leute sehe ich beim Deutschlandkurier. Aber ich habe noch nie Alice Weidel gesehen und ich habe auch noch nie Tino Chrupalla gesehen. Man muss jetzt auch wissen, ich weiß zufällig von Stefan Bauer, da sind sie mal nach Hamburg hochgefahren, ich glaube nach der Hamburg-Wahl war das, und da wollten sie ein Interview haben. Und sie sind also extra hochgefahren und Tino Chrupalla hat ihnen kein Interview gegeben, sondern irgendwie so gesagt haben, ja nee, mit den Leuten machen wir kein Interview, das machen wir jetzt nicht. Es mag natürlich sein, dass Tino Chrupalla Angst hat, wer ist das, ich weiß es nicht genau, und am Ende hat dann die AfD ein Problem, also gebe ich mich mit den Leuten gar nicht erst ab. Aber was ist das für ein Dank? Die alternativen Medien, die müssen doch aufgebaut werden. Es muss doch eigentlich das Verständnis da sein, dass die alternativen Medien die jetzigen Medien ersetzen müssen. Weil die AfD wird nie gewinnen können, solange die Leute die Altmedien konsumieren. Auch wenn man jetzt nicht dieses Verständnis hat, man muss sich doch einmal ein bisschen mit den alternativen Medien beschäftigen und muss doch auch sehen, wie sie berichten, wie nett sie sind, was sie alles für die AfD tun, wie sie sich bemühen. Und immerhin, Kotar, jeder Auftritt hilft, weil das hilft natürlich, Kotar ist bekannt jetzt, auch gerade durch ihre Spitzenkandidatur. Und wenn jetzt der Titel kommt, Kotar, und die Leute klicken drauf, dann hilft das dem Deutschlandkurier. Wenn dann auch das Gesicht zu sehen ist, das generiert Reichweite. Das heißt, Auftritte von AfD-Größen helfen den alternativen Medien. Und weder Alice Weidel noch Tina Chrupalla helfen bis jetzt in besonderer Weise den alternativen Medien. Gerade mit ihrer Erfahrung sollten sie das aber mal langsam tun, aus meiner Sicht. Das heißt, hier entfällt auch der Pluspunkt. Jetzt kann man sagen, bei Tino Chrupalla ist natürlich der Pluspunkt, dass er gegen den Ausschluss von Kalbitz war. Das ist richtig, aber
gerade Weidel ist jetzt zurückgerudert und hat gesagt, ja, ihre Ablehnung damals hing nur damit zusammen aus technisch-juristischen Gründen. Sie hat sich dann auf das Juristische zurückgezogen und hat Kalbitz nicht wirklich verteidigt. Aber das ist natürlich ein großer Pluspunkt für Kupala, vor allen Dingen auch, dass er integrierend wirken soll und dass er nicht spalten soll, was ganz wichtig ist. Es ist auch ein bisschen so, dass es bei Weidel so wirkt, dass sie sagt, ja, ich mache das jetzt halt wieder, so nebenbei, ich mache es jetzt halt nochmal, ja, wenn es die anderen nicht wollen, dann mache ich es halt nochmal. Und es ist vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung gut. Kupala und Weidel, wir kennen sie alle, sie sind auch schon ein bisschen verbrannt in der Öffentlichkeit. Kotar und Mundrak sind neue Gesichter und sie sind vor allen Dingen sehr schwer framebar. Und meiner Ansicht nach ist Mundrak wirklich eine ausgezeichnete Wahl. Er ist Drei-Sterne-General, macht einen extrem sympathischen Eindruck, äußert sich sehr intelligent. Ich denke, man muss es auch etwas strategisch sehen. Es geht am Ende um Prozentpunkte. Prozentpunkte sind das A und O. Und es ist, denke ich, Mundrak und Kotar zuzutrauen, dass sie tatsächlich viele Prozentpunkte holen. Ein Vorteil von Mundrak ist außerdem, dass er in Pension ist, aus meiner Sicht. Er ist komplett unabhängig und das ist sehr wichtig. Weidel und Kupala sind jung und das ist ein Problem aus meiner Sicht, dass sie abhängig sind von dem Politikerleben. Mundrak hingegen ist vollkommen unabhängig. Er kann frei aufspielen, kann machen, was er will. Seine Karriere ist beendet und jetzt geht er in die Politik. Das finde ich eigentlich ist die ideale Voraussetzung. Er hat es jetzt nicht nötig, sich irgendwie die Leute zusammenzusuchen, die ihn wählen, sondern er kann jetzt hingehen und sagen, er wurde ja von Kotar angesprochen, er kann sagen, wählt mich oder lasst es sein. Er ist in dieser starken Position, in dieser unabhängigen Position und er erscheint aus meiner Sicht intelligent, auch dass man ihn überzeugen kann, dass man mit ihm reden kann, das ist ja ganz wichtig. Es machen ja vielleicht viele Leute Fehler und die Altmedien legen einen rein, die Linken sind extrem gut darin, Leute reinzulegen. Und da hilft es wahrscheinlich am meisten, einfach zu probieren, die Leute zu überzeugen. Geduldig sein, auch mal verzeihen. Das Entscheidende ist der gute Wille. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr die Sache seht und wen ihr aus welchem Grund wählen würdet. Und die ganzen Gesichtspunkte auflisten, die ich jetzt hier vergessen habe. Macht's gut.